Guten Morgen, Deutschland. In Hohenwarden in Sachsen-Anhalt brannte vorgestern ein Fuhrpark eines Umzugsunternehmers, AfD. Das ist nicht das erste Mal. Der Mann wurde schon mal angegangen. Seine Plakate wurden angegangen, weil er für die AfD angetreten ist, der Herr Ebert. Und jetzt brannte vorgestern sein Fuhrpark. Das muss diese Demokratie sein, von der hier immer in Deutschland gesprochen wird, nicht wahr, liebe Bundesbürger? Gestern gab es übrigens auch einen Infostand in Chemnitz in der Stadt und da erreichten uns diese Bilder. Auch das, liebe Bundesbürger, muss diese Demokratie sein, von der da draußen immer so gesprochen wird, nicht wahr? Die Meinungsfreiheit und die Demokratie in diesem besten Deutschland aller Zeiten. Und wenn wir jetzt in die Bundespolitik schauen, was erleben wir dann von der besten Demokratie aller Zeiten? Erstmal erleben wir, dass in den letzten 2 Jahren Wohlstand vernichtet wurde. Und das titelt hier auch gestern die Bild. Aber hey, der Robert, der macht jetzt Wahlkampf. Und was macht er? Na klar, der bringt uns den Wohlstand, den er zuerst vernichtet hat, erstmal zurück. Aber, liebe Leute, was soll ich an diesem wunderschönen Morgen sagen, wo es mal ein bisschen in Deutschland durchgepustet hat und die Tagesschau titelt, es wird wieder kühler. Es geht nicht ohne Spickzettel, Leute. Es geht nicht. Ja? Spickzettel sind wirklich schlimm. Notizzettel sind eine Katastrophe. Das stellt heute Morgen die Welt fest, als gestern Sarah Wagenknecht sich Frau Göring-Eckardt, also der ehemaligen besten Küchenhilfe aller Zeiten, und der Frau Maischberger gegenüber saß. Da musste die Sarah, und das mangelt die Welt, das Nachrichtenmagazin Welt, prangerte an, also die Sarah, die braucht ja einen Notizzettel für ihre Thesen. Genau, richtig. Und wir erinnern uns, wer brauchte letzte Woche in einer ominösen TV-Debatte auch seinen Notizblock? Stimmt, ist euch auch was aufgefallen? Der Mann gegenüber, ne? Der Böse, ja, der hatte keinen Zettel auf dem Tisch. Liebe Leute, ich finde es super, wie die Demokratie und wie die Massenmedien in Deutschland an diesem Morgen wieder einmal funktionieren. Und eigentlich müsste es doch jeder sehen, oder? Eigentlich müsste doch jeder Bundesbürger diese Heuchelei der Leit- und Massenmedien, der Altparteienpolitiker sehen. Tja, müsste. Das ist das große Problem an diesem Morgen. Aber hey, Leute, aufgeben ist bekanntlich keine Option. Und die Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Schönen Tag euch.